Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video. Schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und dort werden wir heute auch endlich mal die ganzen Hype Nights zocken. Die werden ja hoffentlich heute dann auch stattfinden. Die letzten Wochen sind ja immer ausgefallen. Und heute werden wir versuchen, tatsächlich mal auf so ziemlich jeder Region zu spielen. Als erstes muss ich allerdings noch ein kleines Video machen, danach geht das Stream aber direkt los. Also ich denke mal so gegen 10 oder 11 Uhr soll ich live sein. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Itemshop an. Heute haben wir tatsächlich wieder eine neue Aktualisierung in 6 Stunden 51 Minuten, also um 16 Uhr. Dort wird wahrscheinlich werden die neuen Deadpool-Items reinkommen, also wahrscheinlich das X-Force-Bundle, das ja schon in den Leaks war, werde ich wahrscheinlich dann nur einmal im Deadpool-Challenge-Video erwähnen. Also wenn ihr das sehen wollt, checkt einfach einmal das Deadpool-Challenge-Video heute Nachmittag aus. Dazu werde ich nicht nochmal extra ein Video machen, glaube ich, lohnt sich nicht. Und vor allen Dingen werde ich heute schon so oder so zwei weitere Videos hochladen und das vierte wird dann immer nicht angezeigt werden, wäre dann auch irgendwie unnötig. Ich würde sagen, wir beginnen mal hier ganz links. Dort haben wir einmal den Echo-Skin, einmal in der Standard-Variante und der Umgekehrt-Variante. Ist, glaube ich, tatsächlich erst das zweite Mal, dass das Skin jetzt wieder im Shop ist. Dazu gibt es dann die Zwielicht-Sicheln. Hier auch natürlich wieder in den beiden Stilen Dunkel und Hell. Dann gibt es dazu noch den Echo-Jet. Hier natürlich auch wieder eine dunkle Variante und dann eine helle Variante. Und es gibt dann auch noch die Echos-Lackierung, hier allerdings nicht in mehreren Stilen, sondern einfach nur in Schwarz-Weiß. Dann haben wir als nächstes den Magengranaten-Skin, einmal in der Standard- und in der Schimmer-Variante. Und dann haben wir noch die Treibhaus-Tomate, auch wieder in Standard und Schimmer. Dazu gibt es dann die Stachelklatscher als Spitzhacke und den rostigen Pizzaschneider. Als nächstes haben wir dann den Vertex-Skin, war glaube ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr im Shop. Dann gibt es dazu die Rasierschnitte Spitzhacke und den Vorreiter Gleiter. Und dann haben wir als nächstes noch den Elmira Skin. Der hat ja mittlerweile auch drei Stile. Den Standard, den Feuer und den Eiswasserstil. Dann gibt es als nächstes den Arktis Assassinen Skin. Dann Schere, Stein, Papier. Hier wird immer zufälligerweise eben halt einfach Schere, Stein oder Papier gezeigt. Und man kann dann im Prinzip mit den Skins Schere, Stein, Papier einfach in-game zocken. Und dann haben wir als nächstes noch den Binne-Katzi-Mode. Ist einfach im Prinzip der Katzenkrallen-Emote geremixed oder wie auch immer der genau heißt. Ist aber im Prinzip genau das gleiche. Dann haben wir als nächstes den Tanzspagat-Emote. Und als letztes haben wir dann noch den Erderschütterer. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Wie gesagt, wenn ihr nachher den Shop nochmal sehen wollt, müsst ihr das Challenge-Video auschecken, wo man dann auch noch den X-Force-Stil, also den weißen Stil von Deadpool, freischalten kann. Das Ganze wird wahrscheinlich um kurz nach 16 Uhr online kommen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das auscheckt. Und bis dahin, ciao.